So, heute sind wir beim Thema klingt komisch, schmeckt aber geil. Wir begeben uns heute mal indirekt in die Bar-Szene. Wir machen zweierlei Drinks. Ich mache einen Bier-Colada. Ja, wieder mit Alkohol. Ich bin mehr hier in die antialkoholische Geschichte gegangen. Und zwar mache ich was mit Matcha-Tee und mit Buttermilch und verschiedenen Zitronengas und Minze. Sehr lecker Drink für tagsüber. Deins kann man nur abends trinken. Meins kann man auch tagsüber trinken. Ich nehme an Zutaten einen Ananassaft, eine leicht gesüßte Kokosmilch, einen schönen Rum, der im Sherryfass gelagert ist und natürlich so eine leicht Holznote hat. Und was wichtig ist, ich hoffe, die Jungs verzeihen mir, das beste Bier der Welt. Normalerweise verhunzt man niemals Bier, aber wenn man es verhunzt, muss man schon das beste Bier der Welt nehmen. Ich bleibe, wie gesagt, alkoholfrei. Meine Hauptzutat ist Matcha. Matcha ist ein Grünteepulver, ganz, ganz fein gemixt, sehr intensiv im Geschmack. Ich erhitze es jetzt auch nicht, damit die Bitterstoffe alle schön drin bleiben, sondern ich mixe alles kalt zusammen. Also es geht ruckzuck, man hat einen super Geschmack. Ich gebe ein bisschen Zitronengras dazu für die Frische, ein bisschen Minze mit reinmixen. Dann habe ich Apfelsaft und Tonic Water und eine Buttermilch. Buttermilch mit ganz leicht Pistaziengeschmack. Die gebe ich mir, dass ich eine leichte Bindung habe dazu. Mix alles zum Abschmecken, grünen Kardamom und ein bisschen Meersalz. Und dann ab durch ein Sieb und völlig schön lecker genießen. Ich habe die schnelle Variante heute gewählt, mal wieder. Ich gebe einfach alles zusammen in den Shaker. Natürlich, dass es schön kalt ist. Ein bisschen Eis dazu. Dann ein Teil vom Ananassaft. Ein bisschen von der süßen Kokosmilch und den Rum. Ich tue jetzt nur diese Zutaten zusammen shaken und gieße das Ganze dann später mit dem Bier auf. Wegen der Kohlensäure, schätze ich mal. Richtig. Ich wollte auch was sagen. Das ist jetzt schön cremig gemacht, das Ganze. Quasi meine Basis. Das Eis lassen wir jetzt draußen aus dem Drink. Bier-Colada. Und mit Bier aufgießen. Das ist jetzt diese schöne Hopfennote vom Bier natürlich. Das ist die Frische vom Ananassaft, den geräucherten Rum dazu. Und das ist einfach ein richtig schön schnell gemachter Drink. Bei mir geht es auch schnell, weil ich mix alles. Ich habe hier ein super Mixglas, einen Blender, kann man auch mit dem Zauberstab machen. Ich habe jetzt Zitronengras genommen, einfach zerknickt mit rein. Ich nehme frische Minze, auch einfach mit reinschmeißen. Ich habe eine Scheibe Ingwer mit rein, bisschen Meersalz mit rein. Ich habe grünen Kardamom, wenn man hat. Es gibt einen sehr schönen Geschmack hinterher. Nur 3 Kapseln auch mit rein. Dann gebe ich etwas von dem Tonic Water dazu, dass ich eine Flüssigkeit habe zum Mixen. Apfelsaft gebe ich dazu. Kann man natürlich auch Naturtrüben nehmen. Ich habe es wegen der Farbe jetzt gelassen und habe einfach klaren Apfelsaft genommen. Dann Pistazienbuttermilch. Und das Wichtigste von meinem Matcha-Tee-Pulver. Bei Matcha-Tee-Pulver wirklich ganz vorsichtig umgehen, weil er hat einfach einen sehr, sehr guten Geschmack, aber auch einen sehr, sehr starken Geschmack. Ich gebe jetzt so ein bisschen mit rein. Ein bisschen mehr. Und mix das Ganze auf. Das Aroma vom Zitronengras wird jetzt richtig durchs Mixen rausgehauen, durch den Ingwer auch. Von der Farbe her und vom Geruch her kann man auf jeden Fall noch mehr Matcha dazu geben. Matcha färbt ein bisschen auch. Und fertig ist mein Drink. Für den Sommer perfekt. Für tagsüber perfekt. Man kann aber auch mit Gin oder sowas aufgießen. Natürlich. Man kann natürlich auch Gin dazu machen. Würde ich machen. Das Ganze gebe ich jetzt durch ein Sieb.
und dann ab ins Glas. Mehr so der Öko-Drink, deswegen ist der so lecker. Wie so ein Smoothie. Apropos Smoothie, man kann natürlich auch sehr, sehr gerne hier mit Rucola arbeiten, mit verschiedenen Kräutern Spinat arbeiten. Und hat mit dem Matcha und mit der Buttermilch und mit einem Spinat hast du einen super leckeren Drink. Ein bisschen frische durch Ingwer und Minze. Der Kardamom kommt schön raus in der Nase. Dieses leichte Meersalz überlistet die Zunge und dadurch werden die Geschmäcker ein bisschen besser aufgenommen. Wenn man jetzt Zucker reingemacht hätte, wäre es zu süß geworden. Zum Wohl. Alkoholfrei, fangen wir an. Leider. Das ist geil. Der Matcha-Tee, ganz leicht bitter hinterher, was man halt von einem Schwarztee zum Beispiel kennt. Und schön fruchtig durch die Minze. Frisch, richtig schön frisch. Kann man jetzt auch mit ein bisschen Eis vielleicht mixen, dass es richtig schön kalt ist im Sommer als leichte Erfrischung. Aber mich zieht es natürlich zu meinem Drink hin. Wegen dem Bier. Bier Colada. Muss das immer so voll sein? Das ist geil. Das ist es. Du hast vorneweg den Biergeschmack und dann der Rum und die Kokosmilch. Ananas, ungewohnt, sehr, sehr lecker, auch sehr erfrischend. Also eigentlich Sommergetränke, aber im Winter lässt es die Sonne scheinen. Soviel zu unserem Thema. Klingt komisch, schmeckt aber richtig geil. Zwei Drinks. Ganz schnell gemacht, super erfrischend und super lecker. Einmal mit Matcha, einmal mit Bier. Viel Spaß dabei. Ich bleib bei dir.